Um mit dem Panther von Level 18 auf Level 19 zu kommen, müssen wir einen Gegner mit der MP aus mehr als 200 Metern Entfernung töten, 10 Gegner innerhalb eines Einsatzes der Phantomtechnik und zweimal 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln ohne entdeckt zu werden. Gut, also das dritte ist nicht so schwer, das erste, keine Ahnung, basiert auf Glück. Und ja gut, die 10 Gegner, da müssen ja 10 Gegner relativ nah beisammen sein wieder. Mann. Okay, also wie ihr seht, bin ich hier schon wieder an meinem Lieblingsbiwak für die Herausforderungen. Da dort immer genügend Gegner rumlaufen. Die werde ich blenden und dann... Wobei mich ja, also eigentlich sind ja diese Mutantschussdrohnen auch Kopfschüsse, ne? So eigentlich. Aber lieber kein Risiko eingehen. Kann ich so weit werfen? Oh Gott. Alles sauber, nichts zu berichten. Hier ist auch niemand zu sehen. So, also einmal. Hä? Das waren 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln. Den fünften Gegner habe ich nur in die Schulter geschossen. Ja, aber. Das waren 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln. Ihr wollt mich doch verarschen. Da liegen die 4. Es waren 4 Kopfschüsse und 4 Kugeln. Warum hat das nicht gezählt? Ist da vielleicht mal wieder ein Übersetzungsfehler am Werk? Oder hat das nicht als unentdeckt gezählt, weil die wussten, was abgeht? Ich laufe einfach weiter darum, verteile Kopfschüsse und dann werden wir ja sehen, wann es zählt. Genügend Gegner gibt es hier ja am Herresforst. Deswegen gehe ich ja so gern hierher. Okay, die letzten 3, die haben mich entdeckt auf jeden Fall, aber immerhin hat es jetzt einmal gezählt. Der müsste eigentlich auch gezählt haben. Das riskiere ich lieber nicht. Schauen wir mal, ob es da hinten noch mal eine Patrouille gibt. Normalerweise gibt es die ja immer reichlich. Da meine ich. Aber diesmal ist niemand da. Okay. Ich kann warten. Ich könnte auch da oben einfach an die Basis gehen. Dort noch ein paar Leute wegsnacken. Und genau das mache ich auch. Dumpti-dumpti-dumm. Schlau-di-schlau-di-schlau. Ach, guck mal da. Patrouille. Ich weiß aber echt beim besten Willen noch nicht, wie ich die 10 Gegner schaffen soll.
Gut, wenn alle Stricke reißen sollten und ich es einfach nicht hinkriege, dann werde ich halt die KI-Kameraden nochmal aktivieren. Ausnahmsweise. Und dann Simultanschüsse mit KI-Kameraden und Simultanschussdrohnen machen. Dann wären schon mal 6 Gegner weg. Die können ja irgendwo sein. Und dann brauche ich in meinem Umfeld, wo ich die Phantomtechnik einsetze, nur noch 4 Gegner zu haben. Ist das ein Zivilist? Ja, ne? Ja. Gut, dass ich nicht geschossen habe. Sehr gut. So. Er kratzt immer noch da unten ab. Hallo, du. So, theoretisch müsste es das schon gewesen sein, aber... Und das, der war sogar weiter als 200 Meter entfernt, der Sniper da hinten. Dann haben wir das auch gerade noch geschafft. Nice. So, jetzt haben wir nur noch die tolle... Ja, und ich bin jetzt im Kampf, ne? Ne, bin ich gar nicht. Das heißt, ich kann mich noch teleportieren. So, wo sind viele Gegner? Wo sind genug Gegner, dass wir 10 Gegner hinbekommen könnten? Bei der Andersons Farm, ich meine 10 Gegner generell, das, wir hatten in der letzten Folge schon ein paar Probleme damit, 10 Gegner innerhalb von 60 Sekunden zu schaffen. Aber eine Phantomtechnik, die geht ja, keine Ahnung, wie lange das anhält, 5 Sekunden oder 10, ich weiß es nicht, wie lange das anhält. Auf jeden Fall bedeutend kürzer als 60 Sekunden. Außer mit den KI-Kameraden weiß ich echt nicht, wie man es schaffen soll. Hier sind immer viele Gegner. Also generell ist halt ein großes Gebiet, ne? Am Frachthafen auch. Ich weiß nicht, wie wir das ohne KI-Kameraden schaffen sollen. Ganz ehrlich nicht. 10 Gegner. Also die Ghost War Herausforderungen wären ein übler Grind. Ist keine Alternative jetzt für mich. Tja. Bleibt immer noch die Frage, wo gehen wir hin? Ich probiere es mal da oben am Hafen, wo wir schon mal waren. Hier gibt's auch noch jede Menge Gegner. Hier, also vor allem in diesem Bereich hier, weil hier haben wir ja Walker getötet. Aber es sind halt auch Wolves, ne? Die machen ein bisschen mehr Schaden als die Sentinels. Hier gibt's auch jede Menge Gegner, aber die sind auch wieder viel verteilt. Wobei hier immer relativ viele Gegner sind, aber auch keine 10. Mit den Simultanschussdrohnen bräuchten wir noch 7 auf einem Fleck quasi. Hier drin, also hier vorne stehen manchmal 2. So ein oder 2. Sagen wir mal 2, dann 2, die hier patrouillieren. 2, die da patrouillieren, das wären dann 6. Würde uns der 7. fehlen, müsste dann einer von denen sein, die da rumlaufen. Wir können es eigentlich mal versuchen, aber eine große Hoffnung mache ich mir nicht, dass es da klappt. Erstmal nochmal kurz ans Biwak, einfach nur um die Verletzungsresistenz wieder aufzufrischen. Hier oben die 40% Verletzungsresistenz. Und Munition auffüllen ist ja... eh nie verkehrt. So, schauen wir mal.
ob das hinhaut. Ach, guck, oh, Alter. Oh, hätte ich geflucht, wenn ich jetzt geschoben wäre. Geflucht und geweint. Das sind ja 4 Gegner auf dem Helipad. Allein schon. Okay, 4 Gegner auf dem linken Helipad. So, schauen wir mal, wo die anderen Gegner sind. Da ist noch ein Gegner drin. Es wären 5. Keine Wache vor der Tür. 6, 7, 8. Patrouilliert sonst keiner. Schade. 8 Gegner. Da hinten auf der anderen Seite vielleicht noch jemand. Ist auch keiner. Also ganz da hinten, aber die treffe ich ja nicht so schnell. Vor allem nicht, wenn die in Deckung gehen. Der Drohnenpilot. Und da laufen natürlich auch noch welche rum, aber das ist irgendwie doch weiter weg, als ich das anfangs dachte. Ich versuche jetzt erstmal da auf dem Dach zu landen. Ich hoffe, er macht einen Fallschirmsprung. Nein, er macht natürlich keinen Fallschirmsprung. Dankeschön. Mann. Eieiei. Tauch wenigstens. Toll. Ich muss irgendwo hier in Deckung gehen. Bis die vorbei sind. Damit ich aufs Dach kann. Ich hoffe, ich kann von hier aus überhaupt aufs Dach. Kannst du ja gerade mal ausprobieren. Ja. Das würde gehen. Ja, krabbel noch langsamer aus dem Wasser raus, damit du auf jeden Fall entdeckt wirst. Meine Güte. Minigunner ist auch der schnellste Mensch der Welt. Aber er dreht uns jetzt den Rücken zu. Gut, so, schnell da hoch. Nicht über die Fenster, weil uns sonst der Drohnenpilot da unten sehen kann. Und der soll ja auf jeden Fall eine Simultanschussdrohne abkommen, oder? Soll er? Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall soll der Minigunner eine kriegen. So. Hier. Der Funker und der hier. So. Frage ist, wo ist jetzt der Drohnenpilot? Wo ist der Drohnenpilot? Wo ist der Drohnenpilot? Ah, hier ist der da hinten rum. Ach, Mann. Nun. Ich dachte, wenn er da vorne steht, weil eben stand er doch da vorne, oder? Ah, er steht da hinten, hinter diesem Gebilde. Nein. Okay. Okay. Das zählt. Das, wie soll man das schaffen? Ohne Witz! Die Phantomtechnik ist schon lange vorbei. Wie soll man das schaffen? Kannst du vergessen, kann mich schon wieder selbst. Kann mich wieder töten. Einmal Bauchplatscher bitte ins Rosenbeet. Also, ohne KI-Kameraden sehe ich schwarz. Ganz ehrlich. Selbst mit KI-Kameraden wird das noch schwer. Aber ohne KI-Kameraden sehe ich da keine Chance. Ich nehme nochmal schnell den Perk, beziehungsweise die Resistenz, und dann schauen wir, wie es jetzt da unten aussieht. Also eigentlich wollte ich die Herausforderung ja alleine machen, weil das Spiel ja ursprünglich für einen Spieler allein
ja, konzipiert war. Allerdings sind die, also die Herausforderungen bis Level 10, ja. Aber die Herausforderungen bis also 10 bis 20, die sind ja, da gab es die KI-Kameraden schon. Also vielleicht sind die ja auch wirklich mit den KI-Kameraden im Hinterkopf designt. Ich weiß nicht. Ich würde es gern ohne schaffen, aber ohne kannst du voll vergessen. Ich mach die an. Komm. Hallo, ihr drei. So. Die ich mit denen mitnehmen kann, nehme ich so mit. Die gehen ja nur 200 Meter weit. Gerade noch mal schauen, wie es da unten drin jetzt aussieht. Keiner drin jetzt. Vorn dran auch keiner. Das Gute an den KI-Kameraden ist ja, dass die auf weite Entfernung die Gegner kriegen. Ihn hier. Auf dein Zeichen, Ghostly. Ihn hier. Und die hier. So. Bin schussbereit. Ja, du bist schussbereit. Das ist schön. Bis jetzt haben wir 5 Gegner. Ich muss halt auch noch 4 Gegner selbst töten können. Vielleicht sollte ich. Und da haben wir. Das Blöde ist halt, dass diese Mutantschussdrohnen wirklich nur 200 Meter weit gehen. Vielleicht sollte ich die selbst holen, die da hinten. Und die da sind schon wieder zu weit weg. Toll. Herder? Auch zu weit weg. Die würden gerade noch gehen, aber nur solange ich hier sitze und mich nicht weiter wegbewege. Also ganz ehrlich, ich. Vielleicht sollten wir es doch am Hafen versuchen. Da sind mehr Gegner öffentlich. Hier. Am Hafen von Maunganui. Also ich werde die KI-Kameraden danach auch wieder ausmachen, sofern die nächste Herausforderung nicht wieder so ein Bullshit ist. Und dann. Ja, guck, da laufen viele Gegner draußen rum. Ich muss versuchen, da zu landen. Ohne entdeckt zu werden. Perfekt. Oh, das sind viele, guck mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ist meine Technik überhaupt bereit? Ich weiß nicht, ob die überhaupt bereit ist. Ich brauche dann 4 Gegner. Da unten wären 2. Dann der Scharfschütze auf der anderen Seite wäre 3. Beziehungsweise ohne Minigunner. Da hinten noch einer. Ja, wenn meine Technik nicht bereit ist, jetzt habe ich das gar nicht. Ich mache, bevor ich jetzt da irgendwie was mache, mache ich mal hier gerade das. Hier, Klassentechnik. Nein, sie ist nicht bereit. Toll, das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen spielen, bis er bereit ist. Rock and roll. Lichtkost! Klassentechnik aufladen. Mit ein paar unnötigen Kills. Ich starte die Kampfrunde. Jo, mach mal. Seid auf alles vorbereitet. Klassentechnik ist voll. Gut, dann können wir jetzt nochmal sterben, genau.
Nein, du brauchst mich nicht zu heilen. Ich bin schon tot. Ich hoffe, wir starten wieder oben am Biwak. Wenn nicht, muss ich da schnell wieder Schnellreise hinmachen. Die Idee war gut. Hab halt nicht aufgepasst, ob die Klassentechnik aufgeladen ist. Oh nee, das geht gar nicht. Ich pfeife jetzt auch mal auf die 40% Verletzungsresistenz. Hauptsache. So, Scharfschütze. Der ist immer wieder am selben Ort. Okay, gut. Ich hoffe, ich kriege die Landung wieder so gut hin. Ich habe ja so meine Zweifel, dass das nochmal so perfekt klappt. Oh, guck mal da. Entweder ist man gut oder man ist gut, ne? So, da haben wir einen, zwei, drei. So. Dann hier. Zwei. Drei. So. Jetzt haben wir hier natürlich nicht genügend Gegner. Ich habe die zu weit verteilt, ne? Ich sollte die auf einzelne Gegnerbereiche konzentrieren, glaube ich. Genauso eigentlich die Drohnen. Wobei die Drohnen, die sind ganz gut platziert soweit. Ja, hier ist so, dass ich ihn nicht sehen kann. Da oben ist kein Scharfschütze jetzt diesmal. Dann ziehe ich die nämlich ein bisschen weiter rüber. Hier. So Gegner, die ich von hier aus... Wobei, doch, die könnte ich von hier aus treffen, tatsächlich. Gegner, die ich treffen könnte, will ich jetzt nicht unbedingt halt simultan Schuss töten lassen. So. Okay. So. Brauche ich vier immer noch, ne? Also einen haben wir ja da hinten, also auf der anderen Seite, den Sniper. Dann noch drei. Oder was sieht die denn rum? Nun, Problem ist, dass der halt auch immer da rumwandert, hin und her läuft. Wie jetzt zum Beispiel. Scheiße. Toll. Geil. Komplett gefailed. Ich habe leider geschossen, bevor ich die Technik eingesetzt habe. Jetzt muss ich die Technik wieder aufladen. Toll. Ist ganz prima. Ach, je, Leute. Kannst du keinem erzählen. Hier ist halt nicht mehr unentdeckt, deswegen lädt sich die Klassentechnik kaum auf. Ich muss ja, um die Klassentechnik aufzuladen, Gegner töten, während ich unentdeckt bin. Also dann geht's schneller. Ach Gott, ist das ärgerlich. Hat der mich entdeckt, weil ich mich so blöd da oben hingestellt habe und gehofft habe, die KI wäre so dumm und dass er mich da nicht sieht. Nun, so, ich schaue gerade zur Sicherheit nochmal nach. Klassentechnik aufladen, aus der Tarnung und auf kurze Distanz. Okay. Und halt generell Tötungen und an Drohnen angerichteter Schaden. Das wäre jetzt nicht wirklich auf kurze Distanz, aber immerhin aus der Tarnung. So, noch einen und dann haben wir's. Jetzt verstecken sie sich alle natürlich.
Und die Klassentechnik ist aufgeladen. Sehr gut. Dann nochmal das gleiche. Plupp. Nein, er hat den Fallschirm rechtzeitig gezogen. Dann halt eben anders. So wie immer. Oder wie oft schon. Raketenwerfer. Rocket Jump. Toller Rocket Jump. Rocket Jump. Nein, ich bin schon am Ende. Du bist gleich am Ende, Ghostly. Er hat ja keine Ahnung. So. Achso, ja, jetzt nochmal. Wobei, kann ich vielleicht darüber einfach direkt da hoch? Ich habe eine Idee. Vielleicht töte ich den Scharfschützen einfach direkt. Damit ich mich in eine günstige Position bringen kann, um... ja, ihr wisst schon, die Aufgabe zu machen, um 4 Gegner zu treffen. Ein Glück haben wir hier diese autonomen Geschütztürme. Das erleichtert mir die Arbeit. Ja, aber was ist, wenn der Strom ausfällt? Sind genau ein paar Leute drin. Die wären eigentlich ideal. Ich kann die nicht. Jetzt. Toll. Sind die da gleich wieder weg, ne? Das geht aber trotzdem. Irgendwo da war der doch, oder? War der nicht irgendwo da? Kannst du nochmal, Fury, bitte? Ah, da ist er. Okay, so. Da haben wir die. Dann lege ich mich jetzt hin. Hoffe, dass ich da nicht von den Scharfschützen da hinten entdeckt werde. So, und dann machen wir hier hinten. Vielleicht ganz weit weg. Hier zwei. Und... irgendwo patrouilliert doch bestimmt noch einer rum da. So. Ja, verschaffen wir mal einen Scan, genau. Warum sind hier so wenige Gegner? Ja, gut aufpassen, ja. Das Ding ist... theoretisch hätte ich 4. Ich probier's. Solide Arbeit. Es hat nicht... ich war zu langsam. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. 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 Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ah, Moment. Moment. Ich habe eine, glaube ich, noch viel bessere Idee. Wir hatten doch... war das hier? Hier. An diesem Ding. Da hatten wir doch auch die Herausforderung mit dem Sturmsoldaten war das, glaube ich, gemacht. Können wir noch einmal hier alles auffüllen und dann fahre ich mal dahin. Weil da laufen die meisten Wachen draußen rum. Und die, die nicht draußen rumlaufen, lassen sich einfach nach draußen locken. Das versuchen wir. Ich hoffe, das sind noch genug Gegner. So, ich brauche einen Lockköder. Da, Ablenkungsköder, genau. So, dolle. Genau, da bewegt sich nirgendwo was. Leider auch kein Auto.
bräuchte aber eins. Ah, da kommt gerade eins. Aber mit Minigun. Aber die Minigun ist nicht besetzt. Sehr gut. Ja, komm. Da kommt auch noch eins. Ja, ne? Ärger im Anzug. War's das? Ich hoffe. Ich brauche nur einen. Oh, und jetzt kommt da hinten noch ein Konvoi. Ihr wollt mich doch verarschen. Wenn ich einen Konvoi brauche, kommt keiner und jetzt. Mann. Ich hoffe, der fährt da vorbei. Oh, die Klassentechnik-Anzeige kann ich eigentlich wieder ausschalten. So. Fahren Sie vorbei oder bleiben Sie stehen? Weißt du was? Oh, die haben die andere Minigun gar nicht ausgeschaltet. Aber ich meine, so 3000 Scale-Credits kann ich auch gut gebrauchen. Ich meine. Ich hoffe mal auf die Kompetenz der Teamkameraden. Dass sie keine Granate auf den Laster werfen. Was ist da gerade explodiert? Ich kann es leider nicht sehen mehr jetzt. Okay, der Laster ist intakt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Yippie. So, dann nehmen wir uns gerade das Auto. Und wenn wir die KI-Kameraden jetzt schon mal aktiviert haben, ne, können wir sie auch mal benutzen. Oh, der ist ja platt. Ach, egal. Die kurze Strecke macht gar nichts. Die teleportieren sich gar nicht ans Minigun geschützt, weil da die Leiche drin hängt. Ah, jetzt? Ah, er springt einfach bei 100 km/h einfach auf. So. Sind das 10 Gegner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, nice. Okay. So, dann einmal bitte den Weitwerfen-Perk. Wobei Drohnen umgehen oder Sensor-Hack brauche ich jetzt nicht. Weitwerfen ist der da, ne? Ja. So, erstmal kommt jetzt noch ein Auto, Mann. Bleib ich halt hier sitzen, während ich das mache. So. So ein Dreck. Eins, zwei, drei. Achso, nee, erst muss ich das Ding werfen. So, und jetzt das Ding. Eins, zwei, drei. So. Vier Stück brauchen wir ansonsten noch, habe ich gesagt. Da sind viele. Fury, bitte nochmal. So. Was ist hier? Ich weiß es. Hallo? Ich halte weiter aus, aber ich glaube, hier ist Kontakt. So. Los. Ist tot. Runter. Hä? Wir haben Besuch. Das waren doch, oder? Hä? Wie viel denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder? 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ernsthaft? Ernsthaft? Vielleicht hätte ich sollen vorher noch mal zählen, anstatt so panisch da reinzurennen. Oh Gott, geht's mir auf den Keks. Und ich dachte schon, das wär's gewesen. Dann mache ich halt die Klassentechnikanzeige wieder an. Diese Herausforderungen, die sind so nervig. Ich bin so froh, wenn ich durch bin. Mit allen Klassen. Was habe ich mir da nur angetan? Und dabei werden die Videos gar nicht mal so gut geklickt. Also, kommen scheinbar gar nicht so gut an. Gut, die Leute, also die von euch, die sie anschauen, bei denen kommen sie gut an. Hab ja auch schon viele Kommentare bekommen, dass von euch, dass die euch geholfen haben, die Videos, aber und auch, dass sie euch inspiriert haben, die Klassenherausforderung da mal anzugehen, aber so alles in allem bekommen 3 Folgen Level Let's Play insgesamt weniger Klicks als eine Folge Tutorial, na gut, das ist klar, aber auch als eine Folge normales Let's Play. Und das steht zeitlich halt eigentlich in keinem Verhältnis. Gut, dann hier nochmal das Gleiche. Das Gleiche nochmal, bitte. Warum kann ich mich denn... Hallo? Nichts geht mehr. Hallo, ich kann nichts mehr machen. Jetzt? Nee. Ich kann da nichts machen. Ich kann auch das Menü nicht mehr schließen. Was denn jetzt los hier? Hallo? Ich kann nichts machen. Ich drücke Escape. L. Aus irgendeinem Grund hört sich die rechte Hälfte der Tastatur an wie eine mechanische. Obwohl es nicht ist. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt machen? Alles ist... Es ist tot. Ich kann nichts machen. Ende Gelände. Ich kann auch hier... F. Es geht gar nichts mehr. Nichts geht mehr. Chat. Das geht. Aber hier, ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Toll. Nun. So, da bin ich wieder. Spiel neu gestartet. Wir haben hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mhm. Ich probier's mal ohne. Ah, vielleicht haben die KI-Kameraden auch noch ein paar Gegner getötet. Einfach so. Ich mache die KI-Kameraden wieder aus. So. Auch wenn mir das Fury Scan jetzt gerade sehr nützlich wäre. 3, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, nochmal werfen. Nein! Hier, werfen! Genau, scheiße. Ach shit, meine Klassentechnik ist ja noch gar nicht voll. Klassentechnik ist wieder voll. Gut, dann... Man kennt das Spiel ja, ne? Hauptsache die Klassentechnik ist voll. Aber das war jetzt echt smooth. So könnte es doch immer laufen. Wenn die Herausforderung so laufen würde, wäre ich schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen.
So, an welchem Baum war ich denn eben? Keine Ahnung. An dem da? Ja, an dem war ich. Okay. So, dann nochmal. Ich weiß nicht, wo das Ding landet. What? Ja, da oben drauf, genau. Das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ich sprühe mich nochmal ein und werfe nochmal so ein Ding. Vielleicht ein bisschen mehr. So hin. So, und jetzt müssen wir schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, theoretisch. Ich werfe mal ein bisschen weiter da rein, dass sie sich vielleicht da drin sammeln. Problem ist, das haut nicht hin. Das haut so nicht hin. Das sind so viele jetzt nochmal aus dem Radius raus. Die verstreuen sich halt direkt, ne? So, ich versuch's. Nee! Na toll! Ich hab's geschafft! Ich bin tot, aber ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott, endlich! Gott sei Dank! Oh, ich mach drei Kreuze. Ich mach drei Kreuze. Oh mein Gott, es hat geklappt. Yippie-yay, Schweinebacke. Alter Schwede. Leider hat man den Banner wieder nicht mehr gesehen zum Level Up, das 18 auf 19. Das heißt, ich kann das Thumbnail wieder nicht richtig machen. Das heißt, ich muss wieder selbst eine 19 dahin krakeln. Na gut, aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Mein Gott, was im nächsten? 10 Gegner weniger als 60 Sekunden. Gut, das haben wir schon mal geschafft. 3 Gegner, 3 verschiedene Schusswaffen in 15 Sekunden, ohne entdeckt zu werden. Gut, das ist kein Problem. Da müssen wir halt nochmal Primärwaffen auf 2 stellen. 5 Kopfschüsse in 20 Sekunden. Gut, das kriegen wir auch hin. Hoffe ich, wenn Gegner nah beieinander sind. Oh mein Gott, bin ich froh, dass es vorbei ist.